Hi meine Lieben, ich bin's wieder, euer Coach Patrick und heute möchte ich dir 7 Tipps geben, wie du zu einer perfekten Morgenroutine kommst. Viel Spaß dabei! Tipp Nummer 1, den ich dir geben möchte, damit du eine perfekte Morgenroutine für dich aufbauen kannst, ist früh aufstehen. So simpel es klingt, so machtvoll ist es, denn wenn du früh genug aufstehst, und damit meine ich eine Uhrzeit zwischen 4.30 Uhr und 6 Uhr, hast du einfach einen Vorsprung gegenüber all deinen Mitstreitern, Wettbewerbern, nenn sie wie du möchtest. Wenn du jemand bist in einem Angestelltenverhältnis, dann hast du genau dort die Zeit, bevor du zur Arbeit fährst, um dich deinem Hobby zu widmen, man nennt das den Zeithustle zu widmen. Das heißt, wenn du ein Geschäft nebenher aufbaust. Es ist die Zeit, in der du am ungestörtesten bist. Es wird wohl, ja, eigentlich so gut wie niemanden geben, der dich in dieser Zeit stören wird oder zu dir kommen wird und sagen wird, hey, Tim, Lisa, Tom, wie auch immer du heißen magst, könntest du bitte diese und diese Aufgabe für mich erledigen? Das wird auf gar keinen Fall passieren, denn diese Leute schlafen noch oder sie sind bereits in ihrer Firma und arbeiten. Aber deine Arbeitszeit hat noch nicht begonnen, dementsprechend kannst du die Zeit für dich nutzen und diesen Vorsprung, ja, für dich im Endeffekt ebenfalls nutzen. Hä? Tipp Nummer 2, den ich geben möchte, ist auch relativ simpel. Wenn du aufgestanden bist, gehe duschen. Und zwar duschst du dich erstmal ganz normal heiß. Das heißt, du wäschst dich auch heiß, beziehungsweise so warm, wie du es magst. Sobald du dich gewaschen hast, setzt du das Wasser auf eiskalte Temperatur, so kalt wie es nur geht, und bleibst mindestens 30 Sekunden dort drunter. Lass das Wasser wirklich von Fuß bis Kopf nach oben langsam, ja, ich sag jetzt mal, langsam kälter werden, den Kopf nach oben, bis zum Kopf nach oben hin. Oder aber du stellst dich einfach drunter und gibst Attacke. Wenn du jemand bist, der älter ist, eventuell Krankheiten im Sinne von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat, arterielle Verkalkungen und so weiter und so fort, solltest du das natürlich erstmal mit deinem Arzt besprechen. Aber für jeden anderen gilt, kaltes Wasser, wach werden, dann kurze Phase wieder im heißen Wasser duschen und dann nochmal für 30 Sekunden eiskaltes Wasser. Ich garantiere, du wirst richtig schön wach. Und noch ein schöner Nebeneffekt, von dem du vielleicht nicht wusstest. Die Aktivierung, die da geschieht, ist nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch in deinem Unterbewusstsein. Man hat festgestellt, dass eiskalte Duschen und das mehrmals hintereinander, also dieses kalte, ich nenne das jetzt mal Abschrecken, beeinflusst positiv dein Unterbewusstsein. Bedeutet, du bist viel entscheidungsfreudiger über den Tag hinweg und du bist viel, wie soll ich sagen, motivierter, überhaupt die Dinge anzugehen. Dementsprechend früh aufstehen, eiskalte Dusche, nachdem du natürlich warm geduscht hast. Tipp Nummer 3, den ich dir geben möchte, ist relativ simpel. Und zwar würde ich dich bitten, morgen früh, wenn du aufgestanden bist, nach der kalten Dusche 80 Mal auf der Stelle zu hüpfen. Du wirst jetzt denken, wie Patrick, auf der Stelle hüpfen? Ja genau, du sollst auf der Stelle hüpfen, denn wir haben das Problem, dass wir, wenn wir morgens aufstehen, das Herz-Kreislauf-System zwar bereits aktiv ist, aber unser Lymphsystem, welches ebenfalls zur Reinigung unseres Körpers zur Verfügung steht, noch nicht ganz so in Gang gekommen ist. Und genau dieses probate Mittel, nämlich 80 Mal oder lass es auch 100 Mal sein, auf der Stelle springen, aktiviert dein Lymphsystem und dementsprechend die Reinigung deines Körpers. Nicht nur das, es bringt dein Blut in Wallung und es fördert deine Sauerstoffanreichung im Blut. Dementsprechend wirst du schneller wach und deine Muskulatur ist warm, voller Blut und bereit für den Tag. Tipp Nummer 4, den ich dir geben möchte, ist Meditation. Jetzt werden einige wahrscheinlich wieder so zusammenzucken und sagen, ah, schon wieder so einer, so ein Esoteriker und keine Ahnung was. Meditation hat eventuell einen negativen Beigeschmack bei einigen, aber Meditation bedeutet nichts anderes als achtsam sein, sich auf sich selbst fokussieren, eventuell die Umgebung wahrnehmen, den Atem wahrnehmen, einfach sich selbst wahrnehmen und einfach das Sein genießen. Du musst nicht unbedingt irgendwelche Geräusche machen, oder sonst was, aber versuche einfach für dich 10 Minuten, 15 Minuten eine Art mentale Pause einzulegen, in der du an nichts denkst. Denn ganz häufig stehen wir morgens auf und haben bereits die ganzen Tagesaufgaben im Kopf und denken uns, ah, ich muss dahin, heute hierhin und es wird so lang und vielleicht schaffe ich das gar nicht und wann soll ich denn noch kochen und dann muss ich noch die Kinder abholen und so weiter. Gönn dir diese 10 Minuten morgens, um runterzukommen, beziehungsweise wenn du schon unten bist, einfach dich dort zu setteln, dir eine Ruhepause zu gönnen, dein Gehirn
wirklich eine Atempause zu gönnen. Eventuell aber auch, um deine Tagesziele zu visualisieren. Du kannst dir aussuchen, was du möchtest, was du in diesen 10 Minuten bis 15 Minuten Meditation machst. Und wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe morgens keine Zeit, wenn du keine 10 Minuten am Morgen hast, dann hast du kein Leben. Ja? Nutze die 10 Minuten für dich, für die Meditation, für die Tagesplanung, für das auf sich selbst konzentrieren, für die Achtsamkeit, für die Atemübung. Gib dem Baby irgendeinen Namen, solange es nicht Meditation klingen soll. Aber ich finde, es ist ein wirklich, wirklich kraftvolles Tool. Es bringt einen runter, es erdet einen und ja, glaubt man nicht, aber setzt Energie frei. Den nächsten Tipp, den ich dir geben möchte, ist eigentlich auch relativ simpel. Frühstücke morgens gesund. Jetzt gibt es die Menschen, die unbesorgt Kohlenhydrate am Morgen essen können. Ja, es ist wirklich ein reichhaltiges Frühstück mit Vollkornprodukten und Säften und so weiter und so fort. Wenn du aber wirklich das volle Potenzial aus dir und deinem Körper rausholen möchtest, empfehle ich dir, morgens eher eiweißreich zu essen. Denn wir haben ein sogenanntes Hormon in unserem Körper, das nennt sich Cortisol. Das Cortisol sollte zum Abend hin langsam nach unten sinken und das Melatonin, das ist körpereigene Melatonin, sollte nach oben steigen, sodass wir am Abend auch wirklich einschlafen. Der Anstieg von Cortisol sorgt dafür, dass wir wieder wach werden. Ja? Und wir sollten dann, also das Cortisol steigt an, wir werden wach und automatisch wird das Cortisol vom hohen Niveau über den Tag hinweg wieder nach unten gehen. Wenn wir allerdings das Cortisol bereits morgen mit Kohlenhydraten quasi nach unten befördern, denn Kohlenhydrate schaffen es, dass wir das Cortisol nach unten bringen, haben wir das Problem, dass wir im Tagesverlauf einen Energy Drop haben werden. Ja, das heißt, du solltest versuchen, wirklich das Cortisol natürlich herunterzubringen. Das heißt, es sollte sich von Natur aus regulieren. Also ne, die körpereigene Regulierung sollte angeregt werden. Und dann zum Abend hin, damit das Cortisol auch wirklich runtergeht, zum Abend hin die Kohlenhydrate essen. Jetzt werden einige die Frage stellen, ja, aber sind Kohlenhydrate nach 18 Uhr nicht gefährlich und so weiter? Nein, sind sie nicht. Wenn du deine Kalorienbilanz im Auge hast und diese Kalorienbilanz natürlich angepasst an deine Stoffwechselkrankheit, falls du eine hast, oder an deinen gesunden Körper, wenn du einen gesunden Körper hast, dann ist die entscheidend dafür, ob du Gewicht zunimmst oder abnimmst. Also, wenn du wirklich auf deinen Hormonverlauf achten möchtest, auf den natürlichen Hormonverlauf, diesen nicht beeinflussen möchtest, dann solltest du morgens auf Kohlenhydrate verzichten, beziehungsweise nur kleine Mengen in Form von Beeren, beziehungsweise Obst zu dir nehmen. Gemüse ist natürlich auch erlaubt. Und zum Abend hin deine richtige Portion Kohlenhydrate verzehren. So, nach dem Frühstück kommt auch schon der nächste Tipp, und zwar ein Dankbarkeitsjournal führen. Schreibe dir 3 bis 5 Dinge auf, für die du dankbar bist. Entweder für die Dinge, die bereits vergangen sind, das heißt, wofür bin ich dankbar, was gestern passiert ist, was ich besitze und so weiter. Oder was ist heute Stand der Dinge und wofür bin ich dankbar? Ich bin dankbar, dass ich heute die und die Termine wahrnehmen darf. Ich bin dankbar, dass ich dies und dies erledigen darf. Such dir 3 bis 5 Dinge auf und versuche dich mit Hilfe dieser Dankbarkeitsliste wirklich, ja, in Bescheidenheit zu üben, aber auch diese Dankbarkeit zu nutzen, um dich selbst immer wieder daran zu erinnern, was du eigentlich wirklich Wichtiges in deinem Leben besitzt. Und der letzte Tipp ist im Grunde genommen auch relativ simpel. Nachdem du all diese Dinge getan hast, solltest du wirklich fit sein, du solltest wach sein, du solltest bereit sein für den Tag. Was musst du jetzt noch tun? Du solltest dir überlegen, was sind die wichtigsten Ziele für den heutigen Tag. Und suche dir 3 Dinge aus. Du kannst auch eventuell 5 nehmen. Und wir Menschen haben immer eine sehr, sehr lange Liste. Meistens 10, 12 Dinge, wo wir sagen, ja, die muss ich alle abarbeiten. Meistens in 135% der Fälle klappt das nicht. Filter aus diesen 3 Dingen die wichtigsten Dinge raus, die du erledigen musst. Und wenn du Lust hast, suche dir noch 2 Dinge aus, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, aber auf die du richtig Bock hast. Ja? Such dir eine Pflichtkühe. Ja, und dann suchst du dir das, was du am besten kannst, beziehungsweise das, worauf du am meisten Lust hast. Suche dir diese Dinge aus und führe sie durch. Wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist und du wirklich einen riesen Aktenberg hast oder sonstiges, dann ist es genau andersrum. Ich würde dir empfehlen, weil ich gehe mal davon aus, dass dieser Aktenberg ist ungefähr immer gleich. Es gibt schwierigere Fälle, leichtere Fälle, aber im Endeffekt hat das denselben Geschmack. Dementsprechend mach die Dinge, die dich am meisten ärgern, zuerst und lasse dir dann für den Rest des Tages die Dinge offen, die dir Spaß machen. Entweder ist es die normale Arbeit, der Kundenkontakt oder sonstiges.
Es sei denn, auch das ist vorgegeben und du bist unglücklich damit, dann solltest du dir einen neuen Job suchen. Soweit, so gut. Versuche diese Tipps für dich umzusetzen. Ich werde auch noch in meinem nächsten Vlog, der jetzt am Sonntag kommt, dir auch nochmal meine persönliche Morgenroutine zeigen, wie ich sie durchführe, was ich dort mache und auch kurz erklären, warum, wieso, weshalb. Ich hoffe, du schaltest dann nochmal ein. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Du kannst die Tipps für dich nutzen. Und dann gibt es hoffentlich auch einen Daumen hoch von dir. Ich würde mich super mega freuen. Und wenn du Fragen hast oder sonstiges, schreib sie bitte in die Kommentare, damit ich sie beantworten kann. Und ansonsten danke ich dir fürs Zuschauen, auch für das Zuschauen bei den anderen Videos, fürs Abonnieren, wenn du schon abonniert hast. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Coach Patrick. Mach's gut. Ciao.